Guten Morgen, meine Damen und Herren, an diesem wieder einmal sehr sonnigen Dienstag. Ich hoffe, Sie haben ein kühles Plätzchen gefunden. Ich schaue gerade einmal auf die Temperaturen. Ja, doch um kurz nach 9 Uhr morgens schon wieder fast 30 Grad. Insofern ja, ein strahlender Sommertag, und ich wende mich auch mit einem ähnlich hitzigen Thema an Sie, und zwar mit einer Schlagzeile, die das Handelsblatt am vergangenen Sonntag gebracht hat, die da hieß: Verluste in der Rentenkasse, Folgen der EZB, Minuszinsen. Im vergangenen Jahr, so das Handelsblatt, nach einer Anfrage bei der gesetzlichen Rentenversicherung, hat eben die gesetzliche Rentenversicherung einen Zinsschaden von 49 Millionen Euro erwirtschaftet. Nebenbei bemerkt, 49 Millionen Euro, natürlich absolut gesehen eine recht große Zahl, in Relation zu dem von der gesetzlichen Rentenversicherung verwalteten Vermögen natürlich sehr, sehr gering, verschwindend gering, aber so auch von der gesetzlichen Rentenkasse bestätigt, auch für dieses Jahr wieder mit einem ähnlich hohen Verlust zu rechnen. Und es geht hier ja vor allem einfach um eine generelle Botschaft und um eine Tendenz, nämlich das Thema: auch die gesetzliche Rentenversicherung und auch die gesetzliche Krankenkasse bleibt von dem Thema Minuszinsen, Niedrigzinsen eben nicht verschont. Insofern auch aus meiner Sicht ein kleiner Tabubruch, denn bislang, so muss man es sehen, gab es diese Diskussion um Niedrigzinsen und die Auswirkungen ja bereits im Bereich der Lebensversicherung und auch teilweise Pensionskassen oder auch der berufsständischen Versorgungswerke. Jedoch bislang aus meiner Sicht nicht für die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche Krankenversicherung, zumindest in dieser breiten medialen Aufmerksamkeit, wie es eben in Form eines Handelsplatz der Fall ist. Grundsätzlich sind jedoch alle Phänomene, sei es die Lebensversicherungsthematik, die Pensionskassen, die berufsständischen Versorgungswerke oder auch die gesetzliche Rentenversicherung, eben auf ein grundsätzliches Problem zurückzuführen, und das ist eben das Thema Zinsverfall, Minuszinsen, ja, Verfall der Umlaufrenditen. Ich habe das mal exemplarisch mitgebracht in einem Chart: Umlaufrendite für deutsche Staatsanleihen seit 1975. Dort ist ganz deutlich ein Trend zu erkennen, dass wohlgemerkt für alle Laufzeiten dieser Chart, das heißt nicht nur für 12-monatige Anleihen, sondern auch für deutlich länger laufende Papiere, wir sehen hier aktueller Stand bei 0,24%, das heißt ganz knapp über der Nulllinie. An dieser Stelle sei aber bereits bemerkt, dass die gesetzliche Rentenversicherung verpflichtet ist, das Geld lediglich für 12 Monate sehr konservativ anzulegen. Das heißt also, wir befinden uns hier in einer deutlich niedrigeren Laufzeit und damit natürlich in einer deutlich niedrigeren Verzinsung, als dies jetzt bei diesen gemischten Formen der Fall ist. Auch hier die Anmerkung des Leiters der Finanzen der gesetzlichen Rentenversicherung, der ganz klar sagte: an der Thematik der Minuszinsen oder auch der Zinsverluste wird sich so lange nichts ändern, bis sich etwas an der Anlagepolitik ändert, das heißt die gesetzliche Rentenversicherung eben nicht mehr diese Verpflichtung hat, Gelder ausschließlich für maximal 12 Monate anzulegen. Jetzt liegt die Vermutung nahe, dass sich daran nichts ändern wird oder zumindest nicht schnell genug etwas ändern wird. Insofern stellt sich natürlich für uns als Anleger oder für uns als Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung, aber auch in Versorgungswerken mit klassischen Lebensversicherungen etc. die Frage: was muss ich für meine Altersvorsorge eben tun, damit ich ein Gegengewicht schaffen kann zu dieser Problematik der niedrigen Zinsen? Denn gerade in der gesetzlichen Rentenversicherung oder auch in den berufsständischen Versorgungswerken habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, Einfluss auf die Anlagepolitik zu nehmen. Das heißt, es stellt sich die Frage: was kann ich für meine eigene Altersvorsorge tun? Und hier mal ganz klar erstmal das Fazit: jeder ist an irgendeiner Stelle betroffen, sei es eben in der gesetzlichen Rentenversicherung, sei es im berufsständischen Versorgungswerk oder eventuell auch in klassischen Lebensversicherungen. Ganz klarer Fakt an dieser Stelle: Altersvorsorge in einem Umfeld niedriger Zinsen oder nicht vorhandener Zinsen funktioniert eben einfach nicht mehr über klassische Sparformen wie das Sparbuch, klassische Lebensversicherung, und generell ist natürlich auch das Thema Kapitalgarantie in einem solchen Umfeld mehr und mehr ein Problem.
Insofern ist hier ein gewisser Kapitalmarktbezug sicherlich unumgänglich, da natürlich immer die ganz klare Herausforderung einer Strategie. Denn es ist natürlich doch etwas herausfordernder, am Kapitalmarkt Gelder anzulegen, als in Form eines Tagesgeldkontos oder einer klassischen Lebensversicherung. Das heißt, ganz klar, es ist einfach wichtig, am Kapitalmarkt anzulegen für die meisten von uns, denn wir brauchen für unsere Altersvorsorge eben einfach eine Rendite. Es gibt sicherlich Menschen, die können auf diese Rendite verzichten, da muss das Vermögen aber doch deutlich hoch sein. Das heißt also für alle anderen, die eben eine Rendite benötigen, der Kapitalmarktbezug ganz, ganz wichtig. Dann aber natürlich hier jetzt im Moment das Umfeld des Kapitalmarkts auch wieder sehr herausfordernd. Wir hatten jetzt sehr, sehr stark steigende Aktienmärkte, auch im letzten Jahr wieder ein absolutes Rekordjahr gesehen. Das heißt, hier steigt natürlich auch aufgrund des Niedrigzinsumfelds verursacht das Potenzial für Fehlentscheidungen, weil es natürlich diesen sogenannten Anlagenotstand gibt, in dem selbstverständlich auch im Kapitalmarkt Verzerrungen geschehen und teilweise Übertreibungen an den einen oder anderen Stellen verursacht werden, die dann natürlich umgangen werden sollten, wenn man sich vielleicht aus der Komfortzone Tagesgeldkonto, Sparbuch heraus in den Kapitalmarkt bewegt. Das heißt ganz klar hier eine Notwendigkeit der Herleitung einer klaren Strategie. Wie könnte sowas aussehen? Schritt Nummer 1, mit Sicherheit notwendig zu sagen, gerade wenn ich in dem Bereich Kapitalmarkt neu bin, wie hoch ist meine Risikobereitschaft? Kenne ich meine Risikobereitschaft? Hier nutzen wir in der Beratung eben das Thema Risikoermittlung auf wissenschaftlicher Basis. Haben Sie sicherlich die Möglichkeit, das nachträglich anzufordern? Schreiben Sie uns gerne einfach eine E-Mail mit dem Betreff Risikobereitschaft und wir schicken Ihnen hier die entsprechenden Zugangsdaten gerne zu. Zweiter Punkt, ganz klar, Vermögensstruktur kennen. An welcher Stelle meiner Vermögensstruktur trifft mich das Niedrigzinsumfeld bereits? An welcher Stelle bin ich vielleicht gut aufgestellt und wo ergeben sich dann Verbesserungsmöglichkeiten und wo ganz dringend die Notwendigkeit einer Verbesserung? Und dann natürlich das Thema Herleitung einer langfristigen Anlagestrategie und auch Beibehaltung dieser Strategie. Hier kann unter Umständen eben ein professioneller Berater sehr, sehr hilfreich sein, auch gerade was die langfristige Beibehaltung angeht, weil das natürlich gerade in schwierigen Marktphasen immer so ein Thema ist. An dieser Stelle auch der Hinweis, Altersvorsorge muss nicht zwingend mit Versicherungen einhergehen, es ist aber möglich. Das heißt, auch hier gibt es natürlich Produkte inzwischen, die sowohl eine Kapitalgarantie, aber auch eine Kapitalmarktpartizipation ermöglichen. Das heißt, hier eine gute Mischung und eben eine Abkehr von der klassischen Lebensversicherungsthematik und den Problemen, die damit einhergehen oder auch den Problematiken, die ich habe, wenn ich klassische Garantieprodukte habe. Das heißt hier durchaus Auswahl zwischen verschiedenen Produkten, verschiedenen Strategien, Mischungen können sinnvoll sein, gerade in den Bereichen steuerliche Förderung, was Altersvorsorge angeht, sind wir eben oft im Bereich der Versicherungen unterwegs. Das muss nicht zwingend negativ sein, es ist immer eine Frage, was passt zu einem und was kann man sich auch leisten? Kann man auf die steuerlichen Vergünstigungen verzichten, ja oder nein? Und dann natürlich eben einfach das Thema, wie setze ich das Ganze um? An dieser Stelle möchte ich auch nochmal ausdrücklich warnen vor der pauschalisierten Aussage, die gerne getroffen wird, ETFs seien die beste Variante für die Altersvorsorge. Wir haben das gerade zum Ende des letzten Jahres nach dem guten Börsenjahr gesehen, überall in den Medien zu lesen, ETFs die beste Variante für die Altersvorsorge, weil hohe Aktienmarktpartizipation, niedrige Kosten, alles ganz einfach. Da muss man einfach sagen, für eine langfristige Strategie ist grundsätzlich, das hatte ich ja gesagt, Kapitalmarktbezug relevant und wichtig, aber es ist mit Sicherheit nicht korrekt zu sagen, ETFs das beste Allheilmittel für die Altersvorsorge, denn hier befinden wir uns einfach zu einem hohen Anteil im Aktienmarkt, ohne Absicherung, ohne ähnliche Konstruktion, sodass es doch für die meisten Anleger einfach relevant ist, sich vorher mal zu überlegen, wie soll meine Strategie generell aussehen und dann natürlich für die Altersvorsorge gut geeignet ETFs an der Stelle, an der sie passen, eben weil sie kostengünstig sind und sehr, sehr einfach konstruiert sind und einfach eine hohe Transparenz bilden. An dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, auch zu dem Thema ETFs gibt es ein gesamtes Video, zugegebenermaßen eine Stunde lang, aber sicherlich sehr informativ, insbesondere für diejenigen von Ihnen, die sich mit dem Thema neu beschäftigen.
Ansonsten war es das von mir. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen sonnigen Tag und ja, ein kühles Plätzchen, ein kühles Getränk. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.